Simulationen. Nachahmen, was sonst nicht zu begreifen ist. Unersetzliches Instrument der modernen Wissenschaft, mit dem sie uns in fremde Welten entführt. Simulationen, sie öffnen den Blick ins unendlich Kleine. Mit ihnen entwickeln wir moderne Technik. Selbst Vulkanausbrüche und Treibhauseffekt finden mittlerweile im Computer statt. Der Schrei ausgestorbener Dinosaurier tönt durchs Internet. Und in der Wüste Neumexikos simulieren wir das gesamte Universum. In der modernen Medizin öffnet uns die Simulation Türen zu bisher verborgenen Welten. Um beispielsweise einen Tumor aus der Leber zu entfernen, verschaffen sich die Ärzte zunächst anhand zweidimensionaler Aufnahmen einen Überblick über die betroffene Körperregion. Wichtig für uns ist die räumliche Vorstellung dieser Tumoren, die Nachbarschaft zu wichtigen Gefäßen, die erhalten werden müssen bei diesem Eingriff. Das sind dann eben schwierige Vorstellungen, die wir uns als Chirurgen vorher machen müssen. Man muss sich selbst dann, der Chirurg selbst, sich sein Bild schaffen von dem Tumor und dem, was man bei der Operation erwarten kann und seine eigene Operationsstrategie festzulegen. Schwierig ist natürlich, das mit Kollegen zu besprechen, die vielleicht eine andere Vorstellung haben, weil jeder sein eigenes Bild sich von diesem Tumor mitten in der Leber schafft. Dass ausgerechnet ein Mathematiker den Medizinern ein genaueres Bild des betroffenen Organs liefert, hätte noch vor wenigen Jahren niemand geglaubt. Heinz Otto Peitkens Forschungsgebiet ist die fraktale Geometrie. Eine Wissenschaft, die all das beschreibt, was sich verzweigt, aufteilt oder auffächert. Wie das Farnblatt. Das kleinste Blättchen, das an der Spitze einer Verzweigung sitzt, zeigt dieselbe Form wie der ganze Wedel. Nicht Kreis, Linie oder Quadrat sind die Grundlage dieser Wissenschaft, sondern die Selbstähnlichkeit. Das Computermodell zeigt, immer feiner werden die Verästelungen. Doch das Prinzip, nach dem die Röhren sich auffächern, ist stets dasselbe. Die Formen wiederholen sich im Großen wie im Kleinen. Sie sind sich selbst ähnlich. Zwar unterscheiden sich Wolken und Gebirge von Lebewesen, doch mit der fraktalen Geometrie lassen sich die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen finden und beschreiben.